Willkommen zurück zu Let's Play XCOM. Ich habe mich wieder aufgehalten, indem ich ein bisschen XCOM 2 durchgespielt habe und wieder von vorne angefangen habe und den nächsten höheren Schwierigkeitsgrad gerade angefangen habe. Und da läuft gerade echt cool. Und ich bin wieder motiviert. Das heißt wieder motiviert. Ich bin immer noch sehr motiviert, hier weiterzumachen. Und wir holen jetzt Ducky da raus. Und zwar mit diesem Trupp. Wir gehen davon aus, dass Sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. Diesen Einsatz werden führen Timcat, Ungemach, Rav Saxon, Nightfall, so und so und ein neuer Kandidat, Soldat Kyle Reese. Ich habe beschlossen, wir brauchen wenigstens einen zweiten Sturmsoldaten und den will ich mir jetzt aufbauen neben Maike. Und beide Sturmsoldaten habe ich auch die Platte der Chrysaliden gegeben, den Chitinpanzer, wodurch sie extra Lebensenergie bekommen und noch mehr Schutz haben gegen Nahkampfangriffe, die jetzt bei Exalt nicht vorkommen, aber kann die schaden, mehr Lebensenergie zu haben. Frau So und So habe ich noch einen Scope gegeben, damit sie besser schießen kann, auch wenn sie das so schon ganz gut kann. Und ansonsten hatte sich ja Ungemach eigentlich eine Weste gewünscht, weil er nicht sterben wollte. Und ich glaube, sein Ziel ist so gut, da kann ich ihm auch mal eine Weste geben. Hat er nochmal zwei Lebenspunkte mehr. Und ich glaube, wir starten und machen Exalt jetzt fertig, hoffentlich. Bereit machen zum Einsatz, Strike One. Wir haben herausgefunden, dass in Frankreich eine Exalt-Zelle stationiert ist. Sobald Strike One in Position ist, um ihn zu schützen, kann unser Agent seinen Auftrag erfüllen. Diese Map. Böse Erinnerungen manchmal. Aber manchmal auch gute Erinnerungen. Immerhin mal wieder eine neue Map. Unser Agent war im Begriff, die beschafften Daten zu übertragen, als Exalt-Truppen in sein Einsatzgebiet vorgedrungen sind. Der Codierer verbirgt zwar momentan noch die Position unseres Senders, aber wenn Exalt ihn hackt, können sie auch den Sender lokalisieren. Und wenn sie auch den hacken, kommen wir niemals an die Daten ran. Neues Ziel erhalten. Wie krass einfach nur Maikes Lebensenergie mal so vier Balken lang ist. Vier Zeilen lang. Das ist wirklich richtig krass. Und Frau So und So ist am verletzbarsten, sehe ich gerade. Du hast aber schon die Schalenrüstung an, ja? Sollte sein. Solltest du haben. So, Frau So und So, da du am verletzbarsten bist, gehst du mal hier hoch. Rücke aus! Timcat, du bist dann dabei. Unterwegs! Ich weiß schon, wo die hier kommen. Daher renne ich gerade wie ein Verrückter hier lang. El Reese. Ja, du hast noch kein gutes Zielvermögen, leider. Und auch noch keine möglichen Fähigkeiten. Ich glaube, du gehst auch mit zur Dachtruppe. Verstanden. Unterwegs. Ah, hey Ducky, wie geht's dir eigentlich? Alles klar bei dir? Wir brauchen dich zum Hacken, in jedem Fall. No, to biegniemy. Sterben solltest du am besten auch nicht. So, Michael muss auch in den Nahkampf, auf jeden Fall. Running. Und Herr Ungemach kann dafür auch ganz nützlich sein. Packen wir es an. Und Frau Nightfall haben wir auch noch. Das ist so schön bei diesen Exalt-Einsätzen, dass es wirklich so viele sind, erstmal. Ich glaube, ich schicke sie mal mit aufs Dach, oder? Nee, ich behalte sie mal mit unten. Solid copy. So, Leute, heute stirbt hier keiner. Habt ihr das gehört? Das ist nur Exalt. Die machen wir richtig, richtig fertig. So und so kann sich mal da hinter die Säule setzen. Wenn die Gegner kommen, kann sie die schon mal erwarten. Timcat genauso. Denn die wollen hier wieder unsere Computer hacken und das wollen wir verhindern. Und auch Herr L. Reese, der kann mal direkt hier stehen bleiben, glaube ich. Bin unterwegs. Denn auch hier kommen nachher noch Gegner, ja. Das ist eigentlich ein guter Gedanke. Lass ich ja Ungemach hier oben? Ich glaube, ich lasse den hier oben. Der könnte hier richtig nützlich sein mit seiner Double-Tap-Fähigkeit, dass er zweimal schießen kann.
Das springt für uns. Noch kommen sie ja nicht, also noch können wir uns in Ruhe positionieren. Aber was heißt in Ruhe positionieren? Wir müssen die Sender hacken mit Darky. Weil wenn wir das machen, dann können die gar nichts machen. Scheiße. Dreieck seid, Leute. Wir kommen erst in der nächsten Runde zum Sender. Von Nightfall. Du hast sie sogar schon im Visier. Aber nur 60%. Es fühlt sich so anders an, wenn man gerade XCOM 2 gespielt hat. Das ist voll irre. So ein bisschen wie bekifft so. So, Michael, du hast immer noch ein gutes Ziel. Kannst sie aber nicht unbedingt töten. Feldposten vom Nightfall genauso. Darky geht mal in Deckung. Und du bleibst da sitzen. Verstanden. Ich habe alles im Blick. Wir machen jetzt eine Rakete auf Darky. Den tick ich aus. Are you fucking kidding me? Wir empfangen etliche Signale, die sich auf Strike One zu bewegen, Commander. Mehrere Feinde im Anmarsch. Leute, ich will nicht mehr spielen. Ich will nicht mehr spielen. Das ist nicht in Ordnung. Ich will einfach nicht mehr. Das ist irgendwie alles so von Arsch geworden. Ich will nicht mehr. Wir können das hier unmöglich in 3 Runden schaffen. Das heißt, Darky ist tot. Und ich habe gerade fast 3 Exalten mit einer Rakete weggeballert, was eigentlich voll cool ist, aber ich bin trotzdem sauer. Das kann nicht sein. Ich glaube, ich gehe jetzt voll auf Kamikaze, weil ich weiß nicht, ich bin ein bisschen verzweifelt. Ich kann nichts machen, um Darky zu retten gerade. Weil Mau Mau immer noch im Krankenhaus ist und ich Timcat kein Medikit gegeben habe, weil er eigentlich kein Heiler ist. Und weil ich dachte, es ist nur Exalt. X-ray neutralized. Ich meine, vielleicht kriegen wir niemals hin, ey. Wir kriegen niemals so viele Leute getötet. Das geht nicht. Ich könnte kotzen, ey. Ich will nicht schon mehr eine Compilation am Ende machen, wo ich zeige, wie Darky, was er alles Cooles gemacht hat, weil es ihn nicht mehr gibt. Wenn ich XCOM 2 spielen würde, könnte ich ihn jetzt nehmen und evakuieren. Dann wäre der Einsatz zwar am Arsch. Einsatz abbrechen. Ja, sind alle tot dann. Schön. Sky Ranger, warum kann man dich hier nicht einfach rufen, ey? Bestätige! Ich bin echt sauer gerade, also ich weiß auch nicht. Scheiß Raketenexalt, Alter. Darky hat so eine vielversprechende Karriere gehabt, jetzt liegt sie im Sterben und ich kann nichts machen. Wo steckt ihr? Ich bin gerade richtig sauer und verzweifelt so ein bisschen. Ich meine, das Spiel ist immer noch schaffbar, selbst wenn mir jetzt in alle 2 Missionen einer wegstirbt, was nicht passieren sollte, aber... Ich kümmere mich drum. Da ist noch einer mit einer Rakete. Ja, 2 Runden und Darky ist weg.
Fuck yous. Fuck you too. Run them down. Ich sollte auch ein bisschen aufpassen. Ich sollte jetzt nicht meine anderen Leute opfern. Nur weil ich jetzt ziemlich down bin gerade. Exalt hat in der Umgebung mehrere Funkrelaisstationen errichtet. Wenn unser Agent dicht genug herankommt und die Verschlüsselungscodes, die wir aus den feindlichen Daten gewonnen haben, einsetzt, kann er vorübergehend Exalts Kommunikation lahmlegen. Ich staune, dass wir die Mission nicht verkackt haben. Ich glaube, bei einer der Exalt-Missionen... Guck mal, das sind ja nur Raketentypen, ey. Hat man es eigentlich verkackt, wenn der Ex-Spion stirbt? Vorsichtig spielen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kann nichts mehr machen mit Darky. Also so ungern ich das auch sage, aber ich glaube, ich kann da echt nichts machen. Wie weit kommst denn du? Könntest du ihn töten? Ah, dein Zielvermögen ist nicht so pralle. Ich will jetzt zum Beispiel auch nicht hier alle opfern, deswegen. Mann, ey, das ist kacke. Das ist so richtig beschissen. I'm on it, Commander. Darky, ey. Scheiße, Exalt mit den Raketen. Die sind so zum Kotzen, ey. Bestätige! So, Timcat hätte ihn schon mal. Dann probiere ich mal was aus. Eine mit tödlicher Geschwindigkeit. Bitte treff ihn, oder? Dann nehme ich die Laserpistole. Man, bis zu 3 Schaden, das ist nicht so. Nicht so geil. Ach, Scheiße. Justiere Zielvorrichtung. Ich will halt auch nicht noch mehr Exalt aufwecken, aber eigentlich durften ja gar nicht so viel sein. Oh nein, ich falle jetzt nicht nur vor Nightfall, weil ich Scheiße baue. Gibt's nicht. Was lernen wir daraus? Keine Mission unterschätzen. Exalt-Verstärkung im Einsatzgebiet, Commander. Wenn das wenigstens die letzte Verstärkung wären, hätten wir noch eine Chance. Aber es kommt noch eine Welle. Und da mit Darky lebt, müssten wir diese Runde jetzt die Mission schaffen. Das geht nicht. Das ist zum Kotzen, ey. Ziel eliminiert. Immerhin, der Ungemach ist außen Spitzenklasse. Nice. Nice, nice. Aufgepasst! Der Feind rollt an! Boah, alter Falter. Noch ein paar mehr, warum nicht? Sie umgehen mich. So, Frau. So und so.
Also ich wäre jetzt für einen geilen Raketenstart hier. Bist du eigentlich gerade flankiert? Ja, du bist flankiert. Das ist auch beschissen. Aber Timcat kann mithelfen, ne? Ja, der kann durchaus mithelfen. Na, aber nicht bei dem da hinten unbedingt. Ja, wegen einem Mini-Fehler am Anfang, weil ich... Mann! Könnt so kotzen, ey! Nur weil ich nicht daran gedacht habe, dass er seine Rakete direkt in Ducky reinballern könnte. Die Mission hätte laufen können wie Butter. Langsam bin ich sauer auf mich selbst wegen der ganzen Scheiße. Was ist denn das für ein Typ da hinten? Was für ein Exalt? Sieht aus wie ein Standard-Exalt. Auf jeden Fall kein Raketenwerfer-Typi. Ich muss diese Rakete machen, das... Das ist eine Gelegenheit, die kann man sich nicht entgehen lassen. Einfach für Darky ist richtig krachen lassen. So, wir haben noch Timcat und Frau Nightfall. Das bringt alles nichts. Die beiden schaffen es nicht rechtzeitig und es kommt eh noch eine Welle. Ach, Timcat hat jetzt auch die Pheromone. Ihr merkt, wie es mich mitnimmt, wenn ich meine Soldaten verliere wegen so einer Scheiße. Okay. Granate nur weit genug fliegen könnte, ey. Jetzt würde dir so in die Fresse gehen. Das bringt nichts. Wo steckt ihr? Was tust du, du Vollidiot? Ach so, Hacken. Deckt die Flanken. Ducky, es tut mir so unendlich leid. Es tut mir so unendlich leid. Pechsträhne lässt einfach nicht nach. Boah, die Fail-Strähne von mir selbst. Okay, hier oben bräuchten wir auch noch ein bisschen Unterstützung. Oder auch nicht. Seht ihr, wie einfach das eigentlich ist? Das macht die ganze Sache noch viel schlimmer. Hier war doch noch irgendwo einer, oder? Hier unten. Bestätige! Wo ist der hingerannt? Hier drinnen, oder? Roger, tracking. Ich meine, es ist niemand von unserem Sechser-Squad gestorben, es ist Ducky gestorben. So ein verspielsprechender. So eine verviersprechende Scharfschützin. So kotzen, ey. Locked and loaded. Langsam schäme ich mich, die Parts hochzuladen. Ich hab so gut angefangen. Feldposten, verstanden. Das ist das letzte Aufgebot des Gegners, Commander. Wir müssen jetzt nur noch kurz durchhalten. Ich einfach die Mission in 5 Zügen schaffe, Ducky aber nur 3 Züge Zeit hatte. Ich muss lernen, defensiver zu spielen. Also ich nehme die Mission immer noch viel zu leicht teilweise. Was ist denn los? Achso, Reflexschüsse werden abgefeuert. Mit einer lustigen Kameraperspektive. Das hatte ich auch noch nie. Ja, Herr Ungemacht wird schon auch passen. Der Junge macht einfach seinen Job da. Also dafür habe ich ihn dahingestellt. Es geht gar nicht, wie gut er seinen Job macht. Immerhin der Teil meines Plans funktioniert. Da ist wieder einer mit einer Rakete. Ey, ich mache hier keine halben Sachen mehr.
Weg mit dir. Sind da zwei mit einer Rakete? Ich hoffe nicht. Nee, da hinten ist ein normaler Exile-Typ, glaube ich. Genau dafür habe ich dich dahingestellt. Ich mache hier keine halben Sachen mehr, ey. Ey, wenn wir es in dieser Runde schaffen, dann wäre das echt noch trauriger. Weil dann hat Darky wirklich nur eine Runde zu lange. Hätte Darky wirklich nur eine Runde länger gebraucht. Ich glaube, ich werde gleich noch die nächste Mission spielen. Ich will endlich eine Mission haben, wo keiner stirbt. Das kann nicht angehen hier. Waffe leer. Kann nicht angreifen. Ich meine, ich bin aber XCOM auch taktisch, aber wenn man die Gegner immer so leicht nimmt, ist das so fatal. Ziel im Visier. Was tust du, mein Freund? Na, jetzt haben wir doch zwei Runden so lange gebraucht. Ach, ich hätte... Ach, haben wir gar nicht, wenn er jetzt trifft. Ah, macht nur einen Schaden. Commander, Exhort-Kräfte sind in Position, um den Codierer zu hacken. Wenn wir das nicht verhindern, können sie den Sender orten. Seid, könnte ich mal am Popo lecken, ey. Das wäre dieser lustige Bug, dass wenn man die Pistole nimmt, dass er die Pistole nicht wirklich nimmt, sondern irgendwie trotzdem das Gewehr hochhält. Wir haben es geschafft, Commander. Exalt ist geschlagen und der Sender ist sicher. Gute Arbeit. Operation zerbrochener Schlaf. Ja, ich habe auch bald zerbrochenen Schlaf. Das ist, langsam wird es wirklich spielbedrohend. Das ist nicht nur deprimierend für mich, deprimierend für euch. Es wird langsam spielbedrohend, wenn ich irgendwann nur noch 6 gute Leute habe oder so. Es geht gar nicht. Und das Spiel geht langsam in die entscheidende Phase jetzt. Also, ich wollte euch eigentlich das gute Ende zeigen. Anfangen besser zu spielen wieder. Oh, so und so wurde befördert. Gebe ich dir mehr Schaden durch Granaten oder Gefahrenzone? Hättest du höheren Raketenbereich? Aber das hat Frau Nightfall schon. Ich glaube, ich gebe dir mal Grenadier. Kannst du mehr Granaten tragen und die machen mehr Schaden. Frau Nightfall ist 3 Tage verwundet. Boah, Darky, ich salutiere vor dir. Du warst unglaublich. Du warst einfach nur unglaublich. Datenentschlüsselung abgeschlossen. Mögliche Exort-Standorte werden neu berechnet. Ja, wow, jetzt wissen wir, dass wir nicht in Südafrika sind. Hat sich ja voll gelohnt.
Das wird langsam zu Game of Thrones hier. Wer stirbt in der nächsten Folge? Düb, düb, dö. Scheiße. Vor allem durch den Exalt. Ich meine, ich hatte, bevor ich das Spiel das erste Mal auf klassisch durchgespielt hatte, das habe ich erst einmal erfolgreich, hatte ich immer mal Probleme mit Exalt. Die haben mir teilweise sogar das Spiel versaut, da mein Squad ausgelöscht. Aber das lief so gut hier. Ich glaube, ich bin, wie heißt dieses Wort? Boah, jetzt kommt der scheiß Dudesack wieder. Ich bin, glaube ich, so ein bisschen arrogant geworden und habe gedacht, das Spiel kann mir nicht mehr so viel. Und das muss ich ablegen, unbedingt. Das kann nicht so weitergehen. Ich meine, so kommen alle mal dran, die sich angemeldet haben. Das ist eine schöne Sache, aber welchen Preis? Wir haben nur noch 16 Soldaten, wir hatten mal 21 oder so. Ja, in jedem Fall. Es sind ja jetzt schon so viele Leute gestorben. So langsam lichten sich auch die Reihen der hochrangigen Soldaten. Warum ist Kai L. Reese gerade eigentlich nicht aufgelevelt? Verdammte Scheiße. Ah, das erste Level dauert anscheinend nochmal ein bisschen. Nur Exalt geben nicht so viele Erfahrungspunkte. Boah, Leute, ey. Es kotzt mich an. Ich nehme auch gleich jetzt noch eine Mission auf, weil das geht sonst nicht. So, was sagen die Zeit? Was sagt die Zeit? Der Skelettanzug, der seit Jahren gefühlt in der Entwicklung ist, ist bald fertig. Und die verbesserte Pistole, das ist schön. Da kann er ungemacht noch mehr Damage verteilen. Der Ratsbericht in 6 Tagen. Grabung abgeschlossen. So. Jetzt durften erstmal alle Soldaten wieder gesund sein. Ja, Frau Nightfall ist noch einen Tag verwundet und Mediana immer noch 5 Tage, aber Mau Mau ist wieder da. Wäre Mau Mau dabei gewesen, wäre das kein Problem gewesen. Wir hätten die gefistet. Da muss ich gleich nochmal was gucken, weil die hätte Darky einfach stabilisiert und dann wäre gut gewesen. Mau Mau, ey, du warst echt zum falschen Zeitpunkt krank. Du hättest mir den Arsch retten können. Du hättest Darky das Leben retten können. Ich guck mal kurz was. Ja. Sie hätte es tun können. Bei XCOM 2 ist es eine eigene Fähigkeit, dass man Leute unter anderem wiederbelebt oder stabilisiert. Hier ist es automatisch für jeden Sanitäter möglich, glaube ich. Wiederbelebung ist nochmal ein anderes Skill. Da werden die nicht nur stabilisiert, sondern können auch direkt in der Mission weiterverwendet werden noch. Mein Mail sieht auch... Mann, das ist alles Kacke. Ivo meinte ja, ich soll mal das zweite Herz einbauen. Na, das ist eine Genmodifikation, die ich noch nicht habe. Dazu müssen wir erst einen Gegnertypen finden. Zum Beispiel bei Mike können wir gucken. Das zweite Herz, das ist das hier, das haben wir noch nicht. Wenn man das hat, dann verbluten die Leute auf jeden Fall. Aber das hätte Darky jetzt auch nichts gebracht, weil sie war ja am Verbluten. Sie war der erste Soldat, der mal am Verbluten war, den ich hätte retten können. Aber nee, die Mission musste ja 5 Züge dauern und nicht 3. So, Satelliten hochschießen. Unterwegs nicht noch ein Land verlieren. So, und zwar, wir schicken es, ist egal, sind beide Länder sind irgendwie doof. Wir schicken es mal in Australien. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Ja, genau. Wir könnten zwar Satelliten kaufen, aber es bringt uns nichts. Weil wir sie halt nicht hochschießen können. Ich glaube, ich werde gleich das nächste Upgrade für die Pistole holen. Zielsicherheit mit der Pistole verbessern. Unbedingt. Den Jungs in der Gießerei wird es nicht langweilig werden. Ich sage ihnen, dass es ein neues Projekt für die Produktion gibt. Und gleich ist auf jeden Fall die nächste Forschung fertig. Skelettanzug. Endlich! Das ist der Anzug für unsere Scharfschützen, die nicht ja ungemacht sind, der auch so auf Häuser springen kann. Nach Durchsicht mehrerer Berichte von Soldaten nach den letzten Einsätzen sahen wir uns veranlasst, auf ihren Bedarf an einer mechanischen Servohilfe einzugehen, mit der sie auf dem Schlachtfeld auf und über Hindernisse klettern können. Diese mittelschwere Rüstung wurde demnach mit dem Ziel entwickelt, durch den Einsatz von Alien-Legionen Gewicht zu sparen, wo es nur möglich war. Trotz einer dünneren Panzerung ist der Schutz dank einer mehrlagigen Innenbeschichtung nicht schlechter geworden. Der Einbau eines pneumatischen Kletterhakens ermöglicht es Soldaten, sich bei Bedarf auf Objekten einen taktischen Höhenvorteil zu verschaffen.
Die im Anzug integrierten Mikroservomotoren beschleunigen die Reflexe des Trägers und verbessern so die Chance des Soldaten, gegnerischem Feuer auszuweichen. Außerdem vergrößern sie seinen Bewegungsradius. Ziemlich awesome, das Ding, muss ich mal sagen. Jetzt können wir endlich was Neues erforschen, ey. Wir können tatsächlich schon die Plasma-Pistole erforschen. Das ist die beste Pistole im Spiel. Dauert aber 20 Tage. Das ist ganz schön lang. Das leichte Plasma-Gewehr sogar auch. Das ist das, was die dünnen Männer benutzen. Aber wir haben noch ein paar Autopsien, die wir machen können. Die Cyberdisc zum Beispiel. Oberflächlich betrachtet scheint dieser Gegenstand völlig robotisch zu sein. Doch wir vermuten immer noch organische Komponenten im Inneren. Er scheint über einige redundante Systeme zu verfügen, die ihm in der Schlacht das Überleben erleichtern. Wir warten noch darauf, ein lebendes Exemplar von der Front zu erhalten. Es scheint, die Männer verwenden sie gerne für Schießübungen. Momentan wissen wir, dass der Cyberdisc, wie sie ihn nennen, schwer bewaffnet ist. Er zeigt jedoch kein klares Verhaltensmuster auf dem Schlachtfeld. Bis jetzt haben wir nicht eindeutig feststellen können, ob es sich hierbei um eine mechanische Konstruktion oder ein lebendiges Wesen handelt. Wofür habt ihr eine Autopsie gemacht? Unsere Forschungen haben ergeben, dass es ein alternatives biochemisches System besitzt, das auf Silikonatomen basiert. Wie Kohlenstoff kann auch Silikon Moleküle bilden, die groß genug sind, um als Träger biologischer Informationen zu dienen. Und da Silikon dem Kohlenstoff in einigen chemischen Eigenschaften ähnelt, könnte es sich bei dem Testobjekt um eine neue und völlig fremdartige Lebensform handeln, anders als alle bisher untersuchten Exemplare. Seine internen Mechanismen funktionieren wie Organe, mit deren Hilfe es Plasma durch seine Hauptsysteme zirkulieren lassen kann. In etwa so, wie Blut durch unseren Körper fließt. Diese Mechanismen ermöglichen es dem Konstrukt, lebenswichtige Funktionen über den gesamten Körper zu verteilen. Weitere Forschungen können es uns ermöglichen, diese Grundlagen in unserem eigenen Genprogramm zu nutzen, um die Abhängigkeit unserer Soldaten von lebenswichtigen Organen, wie etwa dem Herzen, zu verringern. Oh, da ist die Genmodifikation, von der ich gesprochen habe. UFO-Verfolgung ist so ein Item für, wenn wir UFOs abschießen. Und das Zweitherz. Lässt Soldaten beim ersten Mal, wenn ihre Gesundheit in einer Mission auf Null sinkt, verbluten statt zu sterben. Die Verblutungsdauer wird um 2 Runden verlängert, verhindert den Verlust von Willenskraft durch kritische Verwundungen. Also, das ist sogar 5 Runden verbluten die dann. Hätte Daki das gehabt, hätte sie doch ihr Leben gerettet. Ich glaube, gerade so hätte sie das die Mission überstehen lassen. Aber es ist eigentlich so ein Gen-Ding, was ich nicht so oft einbaue. Kostet halt relativ viel und man baut es quasi mit dem Gedanken, dass jemand auf jeden Fall sterben wird. Und das ist eine doofe Herangehensweise, finde ich. Dies scheint eine Drohne, ähnlich der uns bekannten Militärdrohne zu sein. Dieses Exemplar kann offenbar beschädigtes Gerät reparieren. Dr. Shen und ich glauben, es sollte möglich sein, sie einzufangen und für unsere Zwecke im Kampf zu verwenden. Habe ich nie gemacht, um ehrlich zu sein. Die Drohnen, die wir zerlegt haben, scheinen nur einem einzigen Zweck zu dienen, die Technologie der Ellen zu reparieren, einschließlich ihrer robotischen Gegenstücke. Es sind Robotheiler, die keinerlei Offensivwaffen tragen. Stimmt doch gar nicht. Dafür haben wir eine große Sprengladung tief im Inneren des Subsystems entdeckt, das sie als Energiequelle anzapfen. Wie bei einigen anderen Geräten der Außerirdischen staune ich auch hier immer wieder mal, was ihre Schöpfer alles erreicht haben. Dr. Shen hält es für möglich, diese Drohnen zu hacken und so für unsere eigenen Zwecke einzusetzen. Drohnenabfang. Ja, mit dem Pulsbogen kann man die irgendwie bekehren. Habe ich nie gemacht, wie gesagt. Also kann ja mal einer von euch berichten, ob er da groß von Gebrauch gemacht hat. Alien-Navigationscomputer. Ich glaube, das könnte noch nützlich sein. Wenn wir mal erforschen. Und dann, ja. Stellen wir uns den Ratsbericht. Verbessert Pistole ist fertig. Das ist schön. Schon wieder Exalt. Was ist denn hier los? Kurz vor dem Ratsbericht. Naja, wir müssen die langsam vernichten. Wir brauchen jetzt aber einen neuen Spion. Michael, du bestimmt nicht. Dich brauche ich. Wir haben noch einen Scharfschützen, der lange nicht mehr zum Einsatz kam. Und zwar den guten Draken. Und ich glaube, er hat es verdient, mal wieder dran zu kommen, nachdem er so lange auf der Ersatzbank saß. Sind ja alle nicht besser vom Ziel, von der Zielsicherheit, die Scharfschützen, die wir so haben. Und Draken, du bist ja unser Spion für diese Mission. Dein Schicksal wird hoffentlich besser sein als das von Ducky.
ich wollte ihn noch schicken. Spiel, du darfst ihn schicken. Immerhin haben wir ein paar erfahrene Leute unter uns. Man braucht Mumm, um sich so einem Ding zu stellen. Was denn für ein Ding? Verdeckte Einsatzkraft in Position, um Exor-Zelle zu sprengen in Brasilien. In Indien wäre es mir lieber, aber es würde jetzt eh nichts mehr bringen, um die Panik runterzutreiben, weil wir die jetzt wahrscheinlich eh verlieren werden. Eingehende Übertragung. Commander, wir haben soeben die Unterstützung eines weiteren Ratsmitglieds verloren. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Der Rat ist erfreut, dass sich unsere Unterstützung für dieses Projekt gelohnt hat. Wir hoffen, dass die derzeitigen Erfolge erst der Anfang einer dauerhaften Bemühung sind, die außerirdische Bedrohung auszuschalten. Leute, wir schaffen das. Wir müssen das schaffen. Wir müssen das einfach schaffen. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Und Ducky, ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Ich werde jetzt mal keine Trauermontage machen am Ende, wie ich es bei den anderen gemacht habe. Du hast sie genauso verdient wie alle anderen, sogar besonders verdient. Aber ich will jetzt einfach mal nach vorne blicken. Ich will nicht mehr trauern hier. Und wir müssen das jetzt schaffen. Und wir haben richtig Kohle bekommen jetzt. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Und uns fehlt ein Ingenieur, um das nächste Satellitenkontrollzentrum zu bauen. Ein verdammter Ingenieur. Wie sieht das denn aus bei Gebäudebauen? Ja, uns fehlt ein verdammter Ingenieur. Wir könnten jetzt natürlich noch eine Werkstatt bauen. Wir könnten hier mal weiter ausbauen. Unser Strom, unser Erdwärmekraftwerk hält echt eine Weile vor. Könnt ihr jetzt natürlich eine Werkstatt bauen, ne? Kostet aber 130. Aber ich überlege echt, ob ich es machen soll. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal ein Skelett oder zwei Skelettanzüge kaufen. Geile Rüstung. Sind auch gar nicht mal so teuer, muss ich sagen. Ruhig noch ein oder zwei Phönixkanonen für unsere Abfangjäger. Bis wir da mal die besseren Kanonen bekommen. Ich hätte mich einfach besser vorbereiten sollen. Ich hätte ein verdammtes Meatpack mitnehmen sollen. Mann, nee. Ich könnte mich so nachspeisen. Aber egal, wir müssen jetzt nach vorne sehen. Wir haben so viel getrauert und ich habe so viele Fehler begangen teilweise. Hatte aber auch viel Pech. Das war eine Kombi aus beiden. Also ich war Pech und ich habe dumme Fehler gemacht. Das Spiel bestraft ihn natürlich gleich so heftig, ne? Ich werde mal noch eine Laserpistole kaufen. Weil wir davon immer so wenig haben. Und noch ein Lasergewehr. Medikits haben wir genug. Scope haben wir genug. Westen haben wir genug. Das Respiratorimplantat könnte man auch mal nachdenken. Aber dünne Männer sind eigentlich relativ schnell tot mittlerweile. Wir vergessen mal die Mission, die wir kürzlich hatten. Eine Blendgranate habe ich bei XCOM 1 noch nicht so oft eingesetzt. Bei XCOM 2 ist sie richtig gut. Ich glaube, ich probiere das mal. Das könnte hilfreich sein. Nicht so viel Experimente machen jetzt hier, aber bei XCOM 2 ist sie, wie gesagt, richtig klasse. So, zur Gießerei gehen wir auch nochmal. Scope Upgrade. Chance auf kritischen Treffer mit Scope wird erhöht nochmal. Boah, da macht er ja ungemacht nur noch kritische Treffer. Das klingt geil. Wollen wir haben. Und der hat, glaube ich, noch irgendwo, genau, geformte Rüstung. Die mechanische Cyberrüstung der Invasoren sind natürlich ausgefeilter als unsere eigenen. Durch eine Untersuchung der Verbindungen zwischen den gepanzerten Außenschalen und den Kernen können wir unser eigenes Rüstungsdesign verbessern. Das könnte die taktische Überlebensfähigkeit all unserer mechanisierten Streitkräfte verbessern. Ah nee, das ist für die Mechs. Ich habe bisher keinen Mech. Aber da frage ich euch auch gleich noch was. Taktische Haltung, das habe ich gesucht. Die verstärkten Anforderungen an die taktische Flexibilität haben uns dazu gebracht, taktische Trager- und Befestigungssysteme zu entwickeln, die zu allem Individualschutzsystem für XCOM-Soldaten kompatibel sind. Dadurch können Soldaten einen zweiten Ausrüstungsgegenstand mit ins Gefecht nehmen. Das ist unglaublich genial.
Und hätte ich das vorher schon gehabt, naja, egal. Dauert aber auch 7 Tage, bis das fertig ist. Ich kümmere mich darum, dass die Herstellung sofort beginnt. Sobald wir etwas haben, melde ich mich. Ich glaube, ich baue jetzt die Werkstatt. Ich baue die eigentlich selten, aber... Dann können wir auf jeden Fall ein Satellitenkontrollzentrum bald hinstellen. Und dann wird auch alles andere nochmal günstiger. Ich mache das jetzt. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen, aber wirklich Schaden tut sie jetzt auf keinen Fall. Wir haben jetzt wieder 31 Tage bis zum nächsten Ratsbericht. Und wir gehen mal nochmal zu unseren Schiffen. Wir haben die Phoenix-Kanone einmal auf jedem Kontinent, ne? Asien, Nordamerika, Europa, Afrika, genau. Nochmal in Asien nochmal die Phoenix-Kanone einbauen. Und Afrika werden wir auch mal machen. Die Länder, da wollen wir nicht durch UFOs verlieren. Ich muss mir unbedingt einen neuen Scharfschützen, einen zweiten machen. Nur ja, ungemacht ist... Oh Mann, das ist echt doof. Zu dieser Zeit neue Soldaten einzusetzen, ist echt schwierig, weil die Gegner so stark geworden sind. Genau, und ich wollte euch noch was fragen. Also, wenn es sein könnte, aktuell sieht es nicht danach aus. Aber wenn ich es mal in Erwägung ziehen sollte, ein Kybernetik-Labor zu bauen und jemanden zu einem Mech zu machen, einen Soldaten in einen Mech zu verwandeln, könnt ihr ja mal schreiben, ob ihr das wollen würdet. Ich würde das wirklich nur bei jemandem machen, der sagt, ja, ich hätte das gerne. Denn das sind mechanisierte Kampfeinheiten. Dazu werden die Soldaten Arme und Beine amputiert. Und sie werden quasi in einen Metallkörper gesteckt und werden so riesige Kampfmaschinen. Also sie sind dann halt auch keine normalen Menschen mehr, nie wieder. Aber es ist eine Variante zu spielen, im Gegensatz zu den Genmodifikationen. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Ich komme noch irgendwie in da reinzustecken, weil Mike ist schon ganz gut ausgestattet, ne? Zweite Herz kostet 15 Meld nur, aber dafür 75. Ich hoffe einfach, dass jetzt in der nächsten Mission mal keiner stirbt. Satellitenbeobachtung verfügbar über Australien entdeckt. Da ist unser UFO, meine werten Damen und Herren, dort wollen wir den Außenweltler fangen.